Genau. Hi, mein Name ist Manuel. Ich bin einer der drei Gründer der Code University of Applied Sciences. Wir sind eine noch sehr junge Fachhochschule in Berlin und wir sind angetreten, um Hochschulbildung neu zu denken. Wir haben uns also nicht gedacht, damals 2016, es braucht unbedingt noch eine private Hochschule in Deutschland. Davon haben wir nun wirklich eine ganze Menge inzwischen. Sondern wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt, wie aus unserer Sicht eigentlich zeitgemäße Hochschulbildung aussehen müsste und wie man vielleicht beispielhaft ein Lernkonzept entwickeln könnte, das einen anderen Ansatz zeigt, der weniger auf das Lehren und Belehren setzt und stärker auf das aktive Lernen der Studierenden. Dazu kam die Ausrichtung auf die Digitalwirtschaft, weil wir einfach gesehen haben, dass es da einen unglaublichen Bedarf gibt. Und dass insbesondere da auffällt, dass die Studiengänge, die wir haben, ein bisschen am Bedarf vorbei ausbilden. Also wenn man es mal am Beispiel der Informatik festmacht, dann haben wir da sehr gut ausgebildete Menschen, die zum Teil mit einem Master, zum Teil mit einem Doktor oder PhD das Programm verlassen, aber noch nie praktisch in Softwareentwicklungs- oder Produktentwicklungsprozesse eingebunden waren. Das heißt, die Lernkurve, die hinlegen müssen, um im Berufsleben Fuß zu fassen, ist enorm. Und dann stellen sie fest, dass sie auf der einen Seite ganz viel von dem theoretischen Wissen, das sie sich angeeignet haben, überhaupt nicht brauchen und ihnen gleichzeitig ganz viel fehlt, um produktiv zu werden. Und da haben wir gesagt, lass uns doch mal einen anderen Ansatz ausprobieren, gerade in der Branche, die dafür relativ offen ist, weil wir auch sehen, dass bei den Unternehmen sich ganz viel verändert, dass Hierarchien aufbrechen, ein neues Führungsverständnis sich etabliert, das auch damit zu tun hat, dass eben nicht mehr in diesen wasserfallartigen Hierarchien gedacht wird, sondern in kleinen, agilen Teams, die relativ autark Produkte, Dienstleistungen entwickeln und dafür auch ganz neue Methodiken, eben agile Methoden einsetzen. Also, das war ein bisschen die Gründungsgedanke. Ah ja, super, danke dir. Und also es ist quasi, ich verstehe dich da richtig, euer Ziel, die Studierenden fit zu machen für den Arbeitsmarkt im Bereich Informatik, also Programmieren, aber auch User Experience. Kannst du da noch mal ein bisschen näher erzählen? Wir haben drei Studiengänge, Software Engineering, Interaction Design und Product Management. Das sind für uns die drei Bausteine der digitalen Produktentwicklung. Es gibt die Entwickler, die den Code schreiben, egal ob es jetzt am Frontend oder Backend ist, ob es welche Form von Programmiersprache oder Framework. Dann gibt es die Mensch-Maschine-Interaktion definieren, also die entscheiden, wie wir mit diesem Stück Technologie, das da entsteht, ob es jetzt Software ist oder Hardware oder eine App oder was auch immer, tatsächlich interagieren. Also wie sehen die Knöpfe und Schalter, die Screens aus, die digitalen Buttons, ist es eine Sprachsteuerung, eine Gestensteuerung? All diese Fragen stellen sich unsere Interaction-Designer. Und dann haben wir die Product-Manager, die das Ganze als Produkt denken. Also wer ist die Zielgruppe? Welches Problem lösen wir damit überhaupt? Wie verdienen wir damit Geld? Wie kommen wir ganz schnell an unsere ersten Kunden, die uns dann wiederum helfen, zu verstehen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und deren Feedback dann ganz schnell in die nächsten Entwicklungsschleifen einfließt? Und weil die drei eben im Beruf sowieso gut zusammenarbeiten müssen, lernen sie das bei uns eben schon im Studium. Das heißt, alle unsere Projekte, in denen unsere Studierenden arbeiten, sind interdisziplinär angelegt, sodass sie schon im Studium rausfinden müssen, was heißt es eigentlich, sinnvoll und produktiv zusammenzuarbeiten. Und ihr habt ja aber auch in Berlin einen Campus, richtig, wo man zusammenkommen kann. Wie hat sich das denn, also wie war denn die Ausgangssituation vor einem Jahr ungefähr? Und wie ist sie jetzt? Also was hat sich verändert bei euch? Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir eine Campus-Hochschule sein wollen, weil wir durchaus sehen, dass man sich viele fachliche Fähigkeiten, Skills und viel Wissen auch online aneignen kann. Das aber insbesondere dann, wenn man auf ein ganzheitliches Bildungskonzept setzt, die persönliche Begegnung eigentlich unersetzlich ist. Und das heißt, wir möchten, dass unsere Studierenden zusammenkommen, dass sie gemeinsam arbeiten, dass sie sich begegnen, auch unseren Lehrenden begegnen und in dieser Begegnung ganz viel auch über zwischenmenschliches Lernen, über interpersonal skills, über interkulturelle Themen, über Führung und Kommunikation und Kollaboration. Deswegen wollten wir von Anfang an eine Campushochschule sein und hatten auch die Chance, in ein tolles Gebäude einzuziehen. Das sieht man im Hintergrund. Das ist die Factory. Und die Factory wiederum ist ein großartiger Ort für gerade eine kleine Hochschule, die beginnt, weil sie selber eine riesige Community von über 2.500 Menschen ist, die als Creatives, Freelancer, Startup-Gründer zusammenkommen
und so ein bisschen die Hülle um uns als kleine Hochschul-Community gebildet haben. Das heißt, alle unsere Studierenden sind gleichzeitig Mitglieder dieser Factory-Community und können auch zu allen diesen Mitgliedern dieser Community Kontakt aufnehmen und mit denen Projekte initiieren, Praktika suchen und natürlich später auch sich ihre Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf suchen. Aber das geht ja jetzt leider ja gerade nicht so wie üblich, oder? Haben eure Studierenden noch Zugang zum Campus oder ist es alles online jetzt? Ja, sie haben noch Zugang zum Campus. Der Campus war nie ganz geschlossen, aber natürlich mit ganz vielen Einschränkungen, die wir gerade haben. Es sind keine Gäste erlaubt, es gibt pro Raum und für den Campus insgesamt natürlich maximal eine Anzahl an Menschen, die gleichzeitig da sein dürfen. Und es gibt ganz viele Hygieneregeln und Maßnahmen, die existieren. Gleichzeitig haben wir gesagt, wir müssen den Studierenden die Chance geben, online zu lernen. Also remote, ohne dass sie am Campus sind. Das heißt, im Grunde haben wir ab Mitte März 2020 den Hebel umgelegt und von einem Tag auf den anderen gesagt, ab nächster Woche findet alles online statt. Ihr könnt an den Campus kommen, ihr müsst aber nicht. Und das ist bis heute so. Wir haben bis heute den Campus offen, aber bis heute ist es so und es wird wahrscheinlich auch im nächsten Semester noch so weitergehen, wenn wir die aktuellen Impfentwicklungen uns anschauen, dass man bei uns zurzeit komplett online studieren kann. Das heißt, alle eure Lehrveranstaltungen sind auch online quasi? Das ist noch viel mehr als nur die Lehrveranstaltungen, denn unser Lernkonzept setzt ja auch sehr stark auf die Interaktion der Studierenden und auf die Projektarbeit. Das heißt, die Lerneinheiten, die wir anbieten, finden online statt. Die ganzen Consulting-Sessions, also das 1:1, die 1:1-Betreuung der Studierenden durch unsere Lehrenden findet online statt. Teambesprechungen finden online statt, aber auch die ganze Projektvorbereitung. Wie finde ich überhaupt zu einem Projekt? Wie finde ich andere Studierende, die mit mir an dem Projekt arbeiten wollen? Wie werden wir zu einem Team? All das findet auch online statt. Dazu haben wir glücklicherweise eine eigene, jetzt entwickelte Lernplattform, die das alles abbildet. Und wir waren, glaube ich, auch schon sehr gut vorbereitet, als die Pandemie dann sich so richtig entfaltet hat. Denn wir hatten schon Zoom, wir hatten schon die Möglichkeit, remote an Meetings teilzunehmen. Also auch von zu Hause arbeiten war für uns völlig normal. Das heißt, dass Menschen auch remote an Meetings teilgenommen haben, an der Veranstaltung teilgenommen haben, das gab es vorher. Und wir hatten dafür sowohl die physische Infrastruktur am Campus als auch die ganze Software schon im Einsatz, als das Ganze passierte. Also du würdest auch schon sagen, dass ihr gegenüber den klassischen Campus-Universitäten einen Vorteil hattet für die Startbedingungen? Mehrere Vorteile. Einmal, dass wir dieses agile und digitale Arbeiten schon gewohnt waren, weil es zum Alltag unserer Studierenden und auch zum Alltag aller Menschen gehört, die an der Code arbeiten. Zum Zweiten ist ein großer Vorteil, dass wir auf andere Prüfungsformen setzen. Bei uns gibt es keine Massenprüfungen. Es gibt keine schriftlichen Prüfungen von eingepauktem Wissen, wo ich mich fragen muss, wie kann ich verhindern, dass der Student oder die Studentin gerade nebendran das Buch aufgeschlagen hat, wenn sie am Rechner von zu Hause an der Klausur teilnehmen. Bei uns sind alle Prüfungen darauf ausgelegt, dass man im persönlichen Gespräch mit den Studierenden herausfindet, was die Studierenden gelernt haben. Und die Studierenden auch die Chance haben zu demonstrieren, wie sie dieses Lernen, das Gelernte praktisch in ihren Projekten eingesetzt haben. Das heißt, aus diesen mündlichen Prüfungen sind halt fernmündliche Prüfungen geworden. Ansonsten hat sich nicht viel geändert, weil es nie um Wissensabfrage ging. Und die andere Prüfungsform ist im Grunde das Essay-Schreiben, also Reflexionsessays über die eigene Lernerfahrung oder eben inhaltliche Essays. Und auch da können unsere Studierenden schreiben, wo sie wollen und wann sie wollen. Das war natürlich ein weiterer großer Vorteil. Ich nehme an, das kommt auch von diesen Gedanken von der Praxis, ne? Weil in der Praxis muss man in der Regel ja auch nicht einfach wie in der Prüfung so Wissen ausspucken, sondern man muss es anwenden, man muss es erklären können, man muss sein Produkt verstehen. Verstehe ich das so richtig? Ja. Das ist der eine Punkt, aber es geht sogar noch ein bisschen weiter. Das ist genau das, was unsere Studierenden lernen sollen. Das Wissen allein nicht ausreicht, sondern immer gepaart sein muss mit der Fähigkeit, dieses Wissen praktisch und sinnvoll anzuwenden. Und das ist das, was wir in der Prüfung auch sehen wollen. Wir sagen ganz klar, nur etwas Wissen reicht nicht. Du musst auch zeigen können, dass du weißt, wie du dieses Wissen anwendest und idealerweise hast du das eben auch schon gemacht. Denn spannenderweise entsteht ja durch die Anwendung, entstehen ganz neue Fragen, die ich dann wieder mit in die theoretische Auseinandersetzung nehmen kann, wo ich dann merke, dass zum Beispiel eine bestimmte Methode, die in der Theorie großartig klingt, in der Praxis nicht funktioniert. Und dann kann ich mir die Frage stellen, warum denn nicht? Also dieses Wechselspiel, dieses Oszillieren zwischen theoretischer Auseinandersetzung und praktischer Anwendung ist eigentlich der Kern unserer Lernerfahrung, die wir unseren Studierenden bieten möchten. Dahinter liegt aber noch eine viel größere Fragestellung. Wir wollen die Studierenden, du hattest das am Anfang kurz gefragt,
nicht einfach nur auf den Einstieg in den Arbeitsmarkt vorbereiten. Ich halte das, und ich glaube, dass da spreche ich für alle an der Code, für zu kurz gedacht. Denn wir müssen ja auch fragen, was machen unsere Studierenden in 10 oder 20 Jahren? Und da müssen wir uns alle eingestehen, dass wir keine Ahnung haben, wie diese Arbeitswelt aussehen wird. Also jetzt zu sagen, ich weiß, was meine Studierenden heute lernen müssen, um morgen einen Job zu finden, beantwortet überhaupt nicht die Frage, ob sie damit in 20 Jahren noch aktiv an der Gesellschaft teilhaben können und die im Idealfall sogar mitgestalten können. Und das ist die Zielsetzung, auf die wir uns versuchen auszurichten. Das Fachwissen ist wichtig für den Einstieg. Aber die Frage, was sind eigentlich die grundlegenden Fähigkeiten und vielmehr auch die Haltung, das Neudeutsch-Mindset, das unsere Studierenden brauchen, um diese zukünftige Gesellschaft mitzugestalten, das spielt mindestens eine genauso große Rolle. Und das zeigt sich eben nicht in den kleinen Lehrveranstaltungen und in den Inhalten, die wir vermitteln wollen, sondern in der Art und Weise, wie wir unsere Studierenden im Grunde motivieren zu lernen, sich selbst zu beobachten und sich selbst eben als Menschen auch zu entwickeln. Das ist ja auch jetzt ein ganz guter Übergang, vielleicht vom Inhaltlichen auf das Methodische, worauf ich auch so ein bisschen hinaus will, ist alles abseits von Lehre. Genau, was wollt ihr für, also was will man quasi, will man die Leute als Nummern sehen oder als Studierende? So, nee, sondern eben als Menschen. Welchen Aspekt spielt denn bei euch das Soziale und wie habt ihr neue Ressourcen geschaffen für soziale Einbindung seit Corona? Oder habt ihr Ressourcen? Also ich meine jetzt sowas wie Discord und wie sieht das bei euch aus? Genau, da sind wir noch ganz am Anfang und haben auch sicherlich noch viele offene Fragen, aber wir haben auch einfach ganz viel ausprobiert. Also es gibt Discord-Server, die von unseren Studierenden, auch von Lehrenden benutzt werden. Es gibt verschiedenste, es gab regelmäßige Social-Check-Ins, wo man einfach an einem Call teilnehmen konnte, ohne Zweck, einfach nur um sich zu begegnen. Wir haben auch schon versucht, online gemeinsam zu feiern. Wir haben also jemanden gehabt, der als DJ aufgelegt hat und alle haben zu Hause ihre Drinks gemixt und vor den Videokameras getanzt. Also da haben wir einfach gesagt, müssen wir ganz viel ausprobieren und schauen, wie es funktioniert. Wir haben ein Mentoring-Konzept, das heißt, alle Studierenden haben einen persönlichen Mentor, sind Teil einer kleinen Mentoring-Gruppe und auch diese Interaktionen sind natürlich jetzt online, aber helfen auch nochmal außerhalb des Lehr- und Lernkontexts, die Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu hören, was brauchen die Menschen gerade, wie geht es ihnen und wie können wir sie unterstützen. Und dann gibt es auch ganz spannend jetzt mehr und mehr Plattformen und Angebote, die auch auf diese die versuchen, einem die Chance zu geben, sich in größeren Gruppen zu verorten, also auch visuell, dass ich nicht nur sage, ich habe wie hier einen Zoom-Call mit verschiedenen Fenstern, sondern ich bewege mich wie auf einer Landkarte, auf einem Grundriss und wenn ich anderen, die irgendwie als kleine Punkte dargestellt sind, näher komme, dann kann ich hören, worüber die sich unterhalten und wenn ich nah genug bin, kann ich anfangen, mich in die Diskussion einzumischen, kann aber wieder weggehen und mich jemand woanders dazustellen und dieses Bewegen im Raum, sich begegnen in einem ungezwungenen Kontext, damit experimentieren wir gerade auch ganz viel. Ich muss mal kurz nochmal Fragen gucken, weil ich jetzt ein bisschen durcheinander gefragt habe. Wenn du jetzt mit dir selber sprechen könntest vor einem Jahr, also sagen wir mal so, als man dachte, es ist doch alles nicht so schlimm und normal und es geht normal weiter, was würdest du dir raten? Wahrscheinlich noch schneller und noch konsequenter darauf zu schauen, was wir aus der Situation lernen können. Und zwar nicht nur darum, die Situation zu bewältigen, sondern viel schneller in diese Haltung hineinzukommen, zu sagen, hier stecken ganz viele Möglichkeiten für uns drin, Dinge auszuprobieren, die wir ohne die Pandemie niemals ausprobiert hätten. Und darüber auch zu lernen und auch zu schauen, zum Beispiel, wofür brauchen wir denn tatsächlich die persönliche Begegnung? Jetzt, wo sie zu so einer knappen Ressource geworden ist und nicht einfach passiert, weil man eben einen Campus hat und weil Menschen auf diesem Campus sind, sondern das wirklich etwas ist, was man sehr gezielt einsetzen muss, stellt man sich auch vielmehr die Frage, was ist eigentlich der Sinn und Zweck? Und was ist das Besondere daran, dass wir über digitale Interaktion nicht kompensieren können? Und das hilft uns auch nochmal genauer zu trennen, was von dem, was wir unseren Studierenden bieten wollen, kann vielleicht auch in Zukunft remote bleiben, weil wir damit auch inklusiver sind, weil wir damit zum Beispiel auch die Barriere abschaffen, dass Menschen nach Berlin ziehen können, in Deutschland ein Visum brauchen, um überhaupt bei uns studieren zu können. Und was ist es aber, dass wir unbedingt brauchen an persönlicher Begegnung und wie können wir das vor Ort in Berlin in Zukunft ermöglichen, aber vielleicht auch an anderen Orten? Mhm. War das bei euch vorher so, dass man quasi in Berlin wohnen musste? Ja,
Also im Grunde ist es auch jetzt noch so. Wir haben jetzt erstmal die Ausnahmesituation, dass wir letztes Jahr im Herbst einen Jahrgang an Studierenden aufgenommen haben, von denen wir natürlich nicht verlangen konnten, dass sie alle in Berlin sind zum Studienstart. Deswegen gibt es jetzt einige Studierende an der Code, die noch nie in Berlin waren, die noch nie am Campus waren und die dann deswegen zum Beispiel auch noch kein Visum haben, weil auch ganz viele Embassies und Botschaften auf der Welt zu waren, es gar keine Chance gab, überhaupt Studentenvisa zu bekommen. Es gab jede Menge Reisebeschränkungen. Insofern haben wir gesagt, aktuell kann jeder bei uns an der Code studieren, egal wo auf der Welt er ist oder sie. Egal, ne? Es sei denn, das Einzige, was man braucht, ist ein Laptop und eine Internetverbindung. Und das macht es natürlich spannend, weil man jetzt in Interaktion mit Studierenden feststellt, der eine Mensch nimmt aus St. Petersburg teil und der andere sitzt gerade in Lagos und irgendwie hat man trotzdem gemeinsame Themen. Aber noch gehen wir eigentlich davon aus, dass all diese Studierenden irgendwann doch schließlich nach Berlin kommen und ganz normal vor Ort bei uns am Campus studieren. Ob das tatsächlich so wird, es bleibt eine offene Frage, mit der wir uns jetzt gerade sehr intensiv auseinandersetzen. Also erwartest du da Schwierigkeiten bei dem Übergang wieder in die Normalität? Also unser Problem an der Stelle ist, dass wir eine sehr internationale Studierenden-Community haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Deutschland, wenn das jetzt mit der ganzen Impfkampagne ein bisschen besser funktioniert, tatsächlich in Richtung Herbst oder Ende des Jahres wieder zu einem relativ normalen Campusbetrieb zurückkommen. Wenn wir aber sagen, das muss für die ganze Welt gelten, dann wird es sicherlich viel, viel länger dauern. Ich meine, wir wissen jetzt schon, dass der Zugang zu Impfstoffen natürlich ungleich verteilt ist auf der Welt. Und dann zu sagen, Pech, dass du aus einem afrikanischen Land kommst, du kannst jetzt leider nicht studieren, weil bei uns die Welt wieder normal ist und wir deswegen erwarten, dass alle bei uns vor Ort sind, das kann ich mir ehrlich gesagt als Antwort auch nicht vorstellen. Insofern glaube ich, dass gerade wir als Code weiterhin die Möglichkeit haben müssen oder bieten müssen, dass Menschen aus der ganzen Welt, da wo Corona noch nicht im Griff ist, da wo noch nicht alle geimpft sind, bei uns zu studieren und wir sie nicht dafür bestrafen, dass sie zufälligerweise im falschen Land leben. Ja, ist ja aber vielleicht auch eine Lektion für alle Universitäten, die jetzt also quasi eine Lektion in Barrierefreiheit lernen müssen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Übergang zu einem normalen Unibetrieb in den nächsten Semestern wieder passieren wird und dass es auch Universitäten gibt, die jetzt vielleicht nicht so darauf eingestellt sind, dass sie internationales Studierendenschaft haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das schon nochmal in den nächsten Jahren uns auch noch beschäftigen wird. Ja. In gewisser Weise hoffe ich das tatsächlich. Denn, also wovor ich wirklich Angst habe, ist, dass wir einfach wieder zum Status quo zurückkehren, den es vor der Pandemie mal gab, und alles ganz schnell vergessen, was wir zwischendurch an Erfahrungen gemacht haben. Ich halte insgesamt das Lehrkonzept der traditionellen Hochschule für nicht mehr zeitgemäß. Das hat man jetzt sehr deutlich gemerkt. Ich meine, ich merke es auch als Vater von zwei Schulkindern, dass auch da an der Stelle natürlich ganz viel überhaupt nicht zeitgemäß ist. Aber es hat nicht nur damit zu tun, dass man in solchen Extremsituationen den Menschen hilft, von zu Hause zu lernen und an Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Es hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir merken, dass wir nicht nur als Institution nicht auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet sind, sondern dass wir unsere Studierenden nicht darauf vorbereiten. Dass sie eigentlich sie auf die Herausforderungen des Lebens in dem Sinne nicht wirklich vorbereiten. Und das muss über allem das Ziel einer Hochschulbildung sein, dass ich gewappnet bin für solch eine zukünftige Gesellschaft, in der solche Dinge passieren können und der ich dann nicht einfach da sitze und überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist, weil ich nicht in meine Lehrveranstaltung gehen kann und mein Professor mir nicht das ausgedruckte Skript überreicht, jetzt überspitzt formuliert, sondern dass ich selber sage, Lernen ist ein aktiver Prozess, für den ich als Mensch verantwortlich bin und meine Hochschule hat mir die Mittel gegeben, dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Ist für dich aus deiner Sicht denn ein digitaler Campus überhaupt möglich? Also kann man diese Art von menschlichen Zusammenkunft, kann man die also vielleicht jetzt nicht ersetzen, aber kompensieren aus deiner Sicht? Also ich glaube, das hängt sehr von der Zielsetzung ab. Wenn ich ein Mensch bin, der mitten im Leben steht, der Familie hat, der vielleicht sogar schon Beruf und Praxiserfahrung, Lebenserfahrung hat, der einfach eine neue Fähigkeit erwerben will, in einen Beruf einsteigen will, dann kann ich alles online lernen. Dann sind Online-Lernangebote großartig, weil sie sich flexibel an das anpassen, was ich an Zeit habe und ich von überall auf der Welt lernen kann. Wenn ich aber eine umfassende Bildung haben möchte,
die mir auch die Chance gibt, mich als Mensch weiterzuentwickeln, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass 17-, 18-, 19-Jährige das einfach aus ihrem Kinderzimmer heraus machen und sich vor dem Bildschirm sitzend als Persönlichkeit weiterentwickeln. Dafür, glaube ich, wird es immer die persönliche Begegnung mit anderen Menschen und auch dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer Community brauchen. Das muss sicherlich nicht immer die eine Campus-Universität sein, wo alle an einem Ort sind. Aber ich glaube, es braucht einen Ort, an dem ich anderen Menschen begegnen kann, die ähnliche Ziele haben, die im ähnlichen Setup unterwegs sind und mit denen ich diese Erfahrungen teilen kann, an denen ich mich auch abarbeiten kann, mit denen ich streiten kann und von denen ich lernen kann. Stichwort Perspektivwechsel. Erstmal würde mich interessieren, wo hast du denn studiert? Hast du studiert? Und wie wäre das für dich, jetzt nochmal zu studieren unter diesen Bedingungen? Was glaubst du, wie da deine Reaktion wäre? Ich habe Wirtschaftswissenschaften, Philosophie und Kulturwissenschaften studiert an der Universität Wittenherdecke, also an einer damals noch sehr kleinen, heute nicht mehr ganz so kleinen privaten Universität in Deutschland. Und schon damals eigentlich gemerkt, dass mich die Hochschule viel mehr interessiert als das Studium. Das heißt, ich habe zwar irgendwann mal ein Diplom gemacht, aber eigentlich habe ich mich vor allem als Student in alles Mögliche eingemischt, worin man sich einmischen konnte an der Hochschule. Und darüber sehr viel auch über die Chancen, Risiken, Nöte von privaten Hochschulen kennengelernt. Und das beeinflusst so bis heute eigentlich auch meinen Blick auf das, was wir mit der Code erreichen wollen. Und ich zehre auch weiterhin von diesen Erfahrungen. In dem Kontext, den wir damals erlebt haben, wäre wahrscheinlich die Pandemie keine so große Herausforderung gewesen, weil es klein war, man kannte sich, man war miteinander vernetzt, auch außerhalb der Hochschule und außerhalb der Chance, sich in der Hochschule zu begegnen. Natürlich ist es dann ein Schicksal, wenn man nicht in der WG wohnt, sondern tatsächlich alleine und dann tatsächlich niemandem mehr begegnen darf. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja niemals den Punkt, wo man niemandem mehr begegnen durfte, sondern es gab immer die Chance, wenigstens mit ein, zwei anderen Menschen oder Haushalten sich zusammenzutun. Und gerade jetzt, ich meine, ich bin jetzt seit einem Jahr insgesamt genau ein einziges Mal bei unserem Campus gewesen. Sprich, seit fast einem Jahr interagiere ich mit unseren Studierenden und mit allen Menschen aus unserem Team ausschließlich remote. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das sehr gut funktioniert, weil die Basis da ist. Ja, weil man kennt sich, man versteht sich, man arbeitet an der gleichen Sache und man hat auch eine gemeinsame Organisationskultur. Und ich glaube, das war bei uns damals im Studium auch so. Aber am Ende ist es sehr schwer, sich zu fragen, wie man darauf vor 20 Jahren in dieser Situation reagiert hätte. Habt ihr denn so eine Art Kontrolltool, wie ihr überprüfen könnt, wie die Zufriedenheit von euren Studierenden ist, also jetzt auch in dieser Situation? Oder macht ihr das eher so nach Gefühl? Ja, also es ist so eine Mischung. Also wir haben klassische Evaluationen, Lehrveranstaltungen, Semesterevaluationen, aber da fließen natürlich die unterschiedlichsten Themen so ein bisschen ineinander. Und was wir merken, ist, dass weil wir eben auch viele persönliche Kontakte zu den Studierenden haben und viele Anekdoten haben, viele Eindrücke von Lehrenden, von Mentoren, wie es den jeweiligen Studierenden oder Mentees geht, dass zurzeit einfach die Unterschiede gigantisch sind. Ich meine, es gibt Studierende, die sind zu Beginn der Pandemie zu ihren Eltern nach Hamburg zurückgezogen und leben jetzt wieder in ihrem Kinderzimmer. Der Kühlschrank ist immer voll, die Wäsche wird gewaschen und ansonsten ja, geht es ihnen eigentlich sehr gut. Und es gibt Menschen, die sind in Berlin, die haben außer uns keine sozialen Beziehungen, die sind für uns nach Berlin gezogen, die kennen quasi niemanden und die sind maximal isoliert, weil diese Hochschulcommunity nicht mehr so funktioniert wie früher. Die machen sich vielleicht auch Sorgen, die haben seit Monaten ihre Familie nicht mehr gesehen, weil sie nicht reisen dürfen oder sind in irgendeinem anderen Land, wo die Bedingungen nicht ansatzweise so gut sind wie in Deutschland, leiden psychisch darunter, haben Familienmitglieder, denen es schlecht geht, die ihre Jobs verloren haben. Also die Bandbreite der individuellen Schicksale gerade ist so groß, dass es uns sehr schwer fällt zu sagen, so geht es unseren Studierenden. Ich glaube, das hat natürlich viel auch mit der Studienerfahrung zu tun, mit dem, was wir bieten. Aber es hat auch ganz viel damit mit etwas zu tun, was wir überhaupt nicht beeinflussen können. Also klar, also euer Einfluss ist beschränkt auf jeden Fall. Aber was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste, also deine wichtigste Erfahrung, die du jetzt daraus mitnimmst, wie man diesen Leuten helfen kann, wie man das schafft, dass selbst sehr isolierte Menschen in einem anderen Land
oder in Berlin sich trotzdem verbunden fühlen an der Universität jetzt? Also für uns sind da zwei Dinge ganz wichtig. Das eine ist, dass wir auch denen, die jetzt im Herbst letzten Jahres neu dazugekommen sind und zum Teil noch nie in Berlin oder am Campus waren, eine Chance geben, Teil dieser Community zu werden. Das heißt, wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie wir das, was typischerweise an Onboarding Days vor Ort in Berlin stattfindet, jetzt remote veranstalten und den Leuten trotzdem die Chance geben, sich kennenzulernen, persönliche Dinge zu teilen, Beziehungen und Vertrauen miteinander aufzubauen. Und ich hoffe, dass das in den meisten Fällen funktioniert hat, sodass eben auch jetzt untereinander Beziehungen entstehen, die helfen und unterstützen können, die gar nicht immer zentral über die Lehrperson oder über die Hochschule insgesamt laufen. Das ist das eine. Das zweite, was wir tun und was, glaube ich, wichtig ist, ist dieses Gefühl, es ist immer jemand da, den ich ansprechen kann. Ich habe immer die Chance, dass ein Professor oder eine Lehrperson für mich zur Verfügung steht. Ich habe meinen persönlichen Mentor, ich bin Teil einer kleinen Mentoring-Gruppe. Ich habe immer die Chance, mit Menschen in Interaktion zu treten. Und wir machen den Studierenden auch klar, dass es dabei nicht ausschließlich um akademische Belange gehen muss. Das heißt, wir haben auch Studierende, die sehr persönliche Dinge mit uns teilen und wo wir natürlich auch im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen zu helfen. Und ich glaube, allein dieses Wissen, es ist jemand da, zu dem ich Kontakt aufnehmen kann, mit was auch immer mich gerade beschäftigt, und der Mensch kümmert sich und der Mensch interessiert sich für das, für wie es mir geht und womit ich gerade zu kämpfen habe, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente. Es gibt ja viele Studierende, die sich gerade nicht gesehen fühlen von der Politik. Also es gibt ja, die Hochschulen können das ja auch nur in gewisser Weise auffangen, weil man hat ja auch immer das Gefühl, es geht immer um Schüler und dass die Studierenden oft das Gefühl haben, sie werden nicht wahrgenommen und ihre Probleme sind nicht wichtig. Und letztendlich betont die Politik ja aber auch immer, also dass die Kinder, also die Bildung ist so wichtig und deswegen müssen wir die Schulen wieder aufmachen. Aber letztendlich sind ja die Studierenden viel näher an der Zukunft, an dem Berufseinstieg dran und können außerdem wählen. Also wie würdest du das denn bewerten, diese Situation? Erstmal fällt es mir sehr schwer, mich in die Perspektive eines Politikers hineinzuversetzen. Das ist zunehmend schwer, weil ich kaum verstehe, wie die handeln, warum sie handeln, was deren Beweggründe sind. Aber dass die Studierenden an sich in dem Sinne keine Lobby haben, das stimmt schon. Und das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass sie eigentlich immer nur im Kontext von Hochschulen auftauchen. Also wenn es um Studierende geht, geht es eigentlich nie um die Studierenden, es geht immer um die Hochschulen, es geht um die Universitäten, es geht um die Budgets, um die Lehre, um die und natürlich irgendwann um den Arbeitsmarkt. Und der Mensch dahinter taucht eigentlich fast nie als Individuum auf. Und das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied zwischen uns und einer Hochschule, die 30, 50 oder vielleicht sogar 100.000 Studierende hat. Bei uns im Team gibt es mehrere Menschen, also die jeden einzelnen Studierenden kennen. Also jeder einzelne Student ist bekannt mit seiner Geschichte, wo er herkommt, mit seinem Gesicht, mit seinen Zielen. Und mehrere Menschen kennen diesen Menschen und haben eine Beziehung zu ihm und interessieren sich für das, was er macht. Das gilt natürlich nicht von allen für alle, aber es gibt niemanden an der Code, der in diesem Sinne anonym oder unbekannt wäre. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Deswegen sind für uns Studierende auch was ganz anderes, als wenn ich sage, jetzt die Studierenden der TU Berlin, die weiß ich nicht, wie viel, 10.000. Und dadurch, dass sie natürlich keine Lobby haben, tauchen sie im politischen Diskurs auch nicht groß auf. Da weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, wie man das strukturell ändern könnte. Ich würde mir sehr wünschen, dass auch völlig unabhängig von der Pandemie, von den Studierenden als Gruppe ein größerer Druck auf die Institutionen ausgeht, Dinge zu verändern. Aber ich habe keine Vorstellung, wie das konkret passieren könnte. Ja, es gibt ja schon Möglichkeiten für Studierende, sich zu organisieren. Aber ich habe immer das Gefühl, dass letztendlich der Einfluss dann doch beschränkt ist. Deswegen würde ich dich nochmal bitten, was ist denn aus deiner Sicht, also was ist so dein Takeaway, was es einfacher macht für Studierende, sich erstens also zu beteiligen, also partizipieren? Also was sind da bei euch Strukturen, die gut funktionieren? Und was würdest du einem Studierenden in der Situation mitgeben jetzt gerade? Ich weiß, sehr schwierig. Ja, also ich bin ein bisschen vorsichtig, weil das hat immer so ein bisschen den Charakter, oder das kann den Charakter haben von du bist selbst verantwortlich für deine Situation. Natürlich weiß ich, dass unterschiedlichste Menschen in unterschiedlichsten Situationen sind und das jetzt kein Verschulden ist, aber was ich mir wünschen würde,
ist, dass daraus dieser Impuls entsteht, zu sagen, wenn ich mich nicht kümmere um mich selbst, dann kümmert sich niemand. Also im Sinne von, ich kann mich nicht darauf verlassen und ich sollte mich auch nicht darauf verlassen, dass andere dafür sorgen, dass ich die Ausbildung bekomme, die ich brauche, sondern wir müssen es schaffen, dass alle Studierenden erstmal sagen, ich bin für meine Bildungserfahrung selbstverantwortlich. Und die Institution, Hochschule kann mir dabei helfen, die kann mir Ressourcen bieten, die kann mir Zugang bieten und Unterstützung bieten. Aber ich sollte mich nicht zu 100% davon abhängig machen, dass diese Institution funktioniert, sondern ich sollte sie als eine Ressource betrachten, immer auch links und rechts gucken und im Zweifel sagen, ja, das kann diese Hochschule sein, die mir da weiterhilft, aber es kann auch genauso gut sein, dass ich vielleicht was anderes entdecke, was mir viel besser hilft. Und daraus so eine Art, ja, eine gewisse Unabhängigkeit gewinnen, die dann dazu führt, im besten Falle, dass wenn die Hochschulen mal wieder die Hörsäle dicht machen, man sagt, okay, ist eigentlich nicht so schlimm, denn ich habe auch andere Wege zu lernen. Das ist das eine, was ich mir wünschen würde. Und das andere, das hat jetzt gar nichts mit der Pandemie zu tun, aber dass Studierende sich auch stärker mit den Institutionen auseinandersetzen, an denen sie studieren. Also nicht nur sagen, naja, jetzt bin ich hier und ich studiere und ich habe so meine Ziele in Form von Modulen und irgendwann mal einen Studienabschluss, sondern auch gucken, wie funktioniert eigentlich die Institution Hochschule und wo kann ich mich da einmischen, wo kann ich mitgestalten? Denn wie gesagt, ich hoffe, dass mehr Veränderungsdruck von den Studierenden auskommt und das sind diese zwei Richtungen, die ich mir vorstellen könnte. Einmal diese fast schon Emanzipation und sagen, ja, ich lerne, ich will lernen, ich habe Lernziele und die Hochschule kann mir dabei helfen, aber ich bin nicht zu 100%ig abhängig von der Hochschule. Und das Zweite ist, wenn ich schon an einer Hochschule bin und dort viel Zeit investiere, dann auch zu gucken, wo kann ich mich einmischen? Wo kann ich dafür sorgen, dass meine Stimme und die Stimme meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen gehört wird? Und wo kann ich auch dafür sorgen, dass vielleicht ein bisschen Veränderung passiert? Und was wäre jetzt so was du also anderen Hochschulen quasi mitgeben würdest, was bei euch, also so dein Nummer eins, was bei euch gut funktioniert hat, um ein bisschen soziales Miteinander zu ermöglichen? Also jetzt fällt mir gerade ein, das Mentoring, oder was ist das eine, was du sagen würdest, das funktioniert super gut, also 100% bestimmt nie, aber was ist das, womit du sagst, damit haben wir so gute Erfahrungen gemacht? Das würde ich echt extrem empfehlen. Also wenn man das irgendwie hinkriegt, tatsächlich dafür zu sorgen, dass jeder einzelne Mensch, der an eine Hochschule kommt, einmal gefragt wird, warum bist du hier? Was willst du hier erreichen? Was sind deine Ziele? Und wie können wir dich dabei bestmöglich unterstützen? Und das im Zweifel nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Denn oftmals, gerade wenn wir auch mit unseren Studierenden am Anfang des Studiums sprechen, dann realisieren die zum ersten Mal, dass sie über den gesamten Verlauf ihrer Bildungskarriere bisher niemals gefragt wurden, was sie eigentlich selbst interessiert und woran sie selbst Interesse haben und worauf sie selbst neugierig sind. Denn es ist alles immer schon vorgefertigt. Und dann hat man vielleicht mal Wahlpflichtbereiche und kann sagen, ich mache A, B oder C. Aber diese grundsätzliche Frage, wer bist du und wo willst du hin, die halte ich für essentiell. Und das halte ich eigentlich auch für eine Verantwortung von Hochschulen, Studierende stärker darauf zu stoßen, dass sie darauf eine Antwort brauchen und ihnen zu helfen, diese Antwort zu entwickeln. Und nicht einfach zu sagen, naja, du kannst das studieren und da ist der eine Pfad und da ist der andere Pfad. Erstmal zu sagen, ja, was willst du eigentlich? Mhm. Und Stichwort, wo willst du hin? Wo wollt ihr eigentlich hin? Also was ist jetzt, wie, soweit man das natürlich voraussehen kann, ist jetzt gerade schwierig. Was glaubst du, werden bei euch so in den nächsten 2 Jahre so die größten Herausforderungen sein bei dem Thema? Also was mich beschäftigt mit Blick auf die Code ist, dass wir sehr klein sind und auch auf absehbare Zeit sehr klein sein werden. Und dass wir, obwohl wir ein sozialverträgliches Finanzierungsmodell für unsere Studiengebühren haben, sprich man kann, statt sofort zu bezahlen, sich entscheiden, einkommensabhängig später zu bezahlen. Also wir können guten Gewissens behaupten, dass tatsächlich jeder Mensch bei uns studieren kann, unabhängig von den eigenen finanziellen Verhältnissen, haben wir natürlich trotzdem ganz viele Zugangshürden. Für Nicht-EU-Studierende brauchst du ein Visum, das heißt, du musst erstmal 10.000 Euro auf einem Treuhandkonto hinterlegen, du musst überhaupt die Chance haben, nach Berlin zu ziehen, dir ein Leben hier leisten zu können. Du brauchst eine Hochschulzugangsberechtigung, deren Existenzberechtigung ich auch wirklich in Frage stellen möchte. Und du brauchst letztlich auch das Selbstvertrauen, dass du dir das überhaupt alles zutraust. Und
da würde ich mir wünschen, dass wir über die Studierenden, die wir mit der Code selbst erreichen können, mehr Wirkung entfalten können, dass diese Hürden abgebaut werden, dass Hochschulen insgesamt neu nachdenken über ihren Auftrag und über ihre Existenzberechtigung, diesen Bildungsauftrag, dass sie sich anfangen, mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass es eben nicht reicht, Studierende bis zu einem erfolgreichen Berufseinstieg auszubilden. Und dass wir uns fragen müssen, wie wir all die erreichen, die eben nicht so privilegiert sind, dass sie einfach nach Deutschland ziehen und sich an der Hochschule einschreiben und dann fröhlich anfangen zu studieren. Das sind so die großen Themen, wo das genau hinführt. Keine Ahnung, wir werden jetzt zum ersten Mal versuchen, ein winzig kleines Programm für Geflüchtete anzubieten, das natürlich dann außerhalb, also nicht akademisch läuft, aber trotzdem den gleichen Prinzipien folgt wie das Code-Lern-Konzept grundsätzlich. Und wir denken gerade mit einigen Partnern über eine Art neues Modell der beruflichen Ausbildung nach, das eben auch den Menschen ohne Hochschulzugangsberechtigung die Chance gibt, in einem innovativen Lernkonzept sich auf Zukunftsberufe vorzubereiten, weil auch das Prinzip der dualen Ausbildung sehr verstaubt und sehr träge ist und ich nicht glaube, dass es Schritt hält mit den Veränderungen und auch mit den Anforderungen an diese neue Generation von Menschen. Ja, danke dir. Gibt es noch eine Frage, die du selber gerne schon mal gestellt haben wolltest oder die du gerne beantworten möchtest zum Abschluss? Jede Menge. Also gerade zum Thema, zum Thema Bildung frage ich mich immer noch, wie messen wir, also was ist eigentlich das Ziel gelungener Bildung? Wie beschreiben wir das und wie finden wir vielleicht sogar mehr Wege, das strukturiert und systematisch zu beobachten, um besser darin zu werden, Lernkonzepte zu entwickeln und auch zu entscheiden, was sind gute Lernkonzepte, was sollte sich durchsetzen, was sollte sich verbreiten und was sind Lernkonzepte, die einfach nicht taugen für die Anforderungen. Ich glaube, dafür haben wir keine klaren Methoden, das zu evaluieren, das zu messen und darunter leidet die ganze Debatte, weil sie dann sehr schnell sehr schwammig wird. Das ist eine große Frage und da würde ich mich sehr freuen über Menschen, die daran arbeiten, die dazu vielleicht schon geforscht haben, Ideen haben, Projekte angestoßen haben oder zumindest an dieser gleichen Fragestellung interessiert sind. Ja, danke dir. Das machen wir ja auch ein bisschen beim Hochschulforum. Ja.